Letzter Spieltag in der dritten Liga, viertletzter in der Regionalliga. Doch zuerst Ihnen. Herzlich willkommen zur Arena am Samstag. Und jetzt lassen wir schon den Ball rollen beim Saarland Derby. SVE gegen SVH, wo die einen Homburg wochenlang aus dem Feiern nicht herauskamen, von 8 Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz gingen, während die anderen, ja, Elversberg, im gleichen Zeitraum viel zu wenig punkteten und die Tabellenführung hergeben mussten. Gestern aber hatten nach einem starken Spiel beider, die Mannschaft und die Verantwortlichen der SVE, mehr zu jubeln als die des FCH. Marc Trumm zeigt Ihnen, warum. Zwei Trainer und eigentlich auch zwei Gewinner, obwohl alle Punkte an ihn gingen. Ich muss sagen, war toller Fußball, beide Seiten brutal offensiv. Das zeigt, wie stark wir momentan sind, wie fußballerisch stark wir hier auch aufgetreten sind, aber das ist noch in der Saison so, dass wir da immer wieder Lehrgeld zahlen müssen. Und deswegen durfte den Siegerapplaus die SV Elversberg genießen. Das war auf jeden Fall mit Abstand das geilste Spiel der Saison. Maurice de Ville hat gesagt, das war das geilste Spiel der Saison. Hat er recht. Komplimente für 90 intensive Derby-Minuten. Elversberg gegen Homburg, das war beste Regionalliga-Unterhaltung. Gesprächs-, vor allem aber offensivfreudig. Nach gut einer Viertelstunde begann das Toreschießen und Homburg eröffnete kurios. Kilian, Kronholm vor Vogtland, Kilian, dann halt im zweiten Anlauf, 16. Minute, das 0:1. André Kilian als Vorbereiter seines eigenen Treffers. Kronholms Einsatz richtig, aber unglücklich. Erste Chance, erster Homburger Volltreffer, gefolgt von der ersten Elversberger Aufmunterung. Und die zeigte Wirkung. Maurice de Ville, die 20. Minute. Luxemburgs Nationalspieler schoss sich zum ersten Mal gestern Abend in den Vordergrund. Bis zum zweiten Mal vergingen nur weitere 10 Minuten. Aberdeen Grasnicki bereitete vor. Maurice de Ville vollendete. Und wie? 1:1, halbe Stunde vorbei. Kopfnicken bei Jens Kiefer. Ärger bei Christian Tietz. Die schöne Führung einfach futsch, weil sich Reinhardt und dann Vogtland im Zweikampfverhalten keine Bestnoten verdienten und weil anschließend an de Villes Schusstechnik kaum etwas zu beanstanden ist. Weiter geht's. Zum Verarbeiten gab es nicht die Zeit. Freistoß Kilian und der fand die extra blond markierten Haarspitzen von Pascal Reinhardt, 33. Minute. 1:1, die Zahlenfolge unverändert, aber nun grün-weiß wieder im Stimmungsvorteil. Patrick, Ribeiro, Pais, gestern offensiv auf der linken Seite kaum zu stoppen. Ribeiro, Kilian, nächster Versuch, Reinhardt, wieder nix, macht aber nix. Timo ist da und befördert den Ball endlich an Kronholm vorbei, endlich über die Elversberger Torlinie. Bayer, Embele, Radojewski, Tewelde, Reckenwald. Homburg fehlte verletzungsbedingt die halbe Stammelf. Und dennoch, Homburg führte zur Pause mit 2:1 beim Tabellenzweiten. Bei einer nachdenklichen SV Elversberg, bei der Müdigkeit aber kein Thema war. Wir können auch 90 Minuten laufen. Wir haben gar nicht dran gedacht an die englische Woche. Wir haben kein Wort davon gesprochen mehr und wussten, dass wir zum nächsten Spiel jetzt außer anstatt 2 Tage mal 5 Tage haben. Deswegen haben wir heute auch alles rausgehauen. Zweite Halbzeit, es wurde noch ereignisreicher. Und zunächst patzte Elversberg. Homburgs Sprint zur Vorentscheidung. Dennis Gerlinger, 5 Treffer in den letzten 7 Spielen. Gefühlvoll wollte er es lösen. Kronholms rechte Hand hatte etwas dagegen. Danach Energieverlust, aber nur kurzzeitig und nur beim Flutlicht auf dem Feld wurde weiter beschleunigt. Thorsten Reis, Marcel Schuck, 2:2, 10 Minuten nach dem Wechsel wieder alles offen. Marcel Schuck, ein wenig Glück, aber viel Entschlossenheit, gewann den Zweikampf gegen Buchmann, genauso wie das Duell gegen Kronholm. Nur
Nur 60 Sekunden später wieder Homburg, wieder Gerlinger, wieder rettete Kronholm. Und wieder vergingen danach nur 60 Sekunden bis zur nächsten Möglichkeit. Einwurf Elversberg, Gallego. Kilian Buchmann, Homburg konnte klären, aber nicht endgültig. Und so kam es zum nächsten wuchtigen Auftritt von Maurice Deville. 3-2, Elversberg hatte die Partie gedreht, weil Homburg erneut die entscheidenden Zweikämpfe verlor. Diesmal Vogtland gegen Deville. Und was dann dem Luxemburger aus spitzem Winkel glückte, passte einfach zum gestrigen perfekten Derbyabend. Fehler behoben, Stroh wieder da, die Scheinwerfer auf die Schlussphase und zunächst auf das unnötige Foulspiel von Kenneth Kronholm an Dennis Gerlinger im Strafraum und auf den anschließend wohl spielentscheidenden Moment. Ist auch ein berechtigter Elfmeter gewesen und Glück gehabt, dass ich den gehalten habe. Und ja, dann fühlt man sich natürlich sehr gut und man freut sich. Ich freue mich immer, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Was passiert, wenn er reingeht? Wenn er reingeht, gewinnen wir das Spiel, dann bricht die andere Mannschaft komplett zusammen, weil da waren wir so dominant und das ist ja auch für die Psyche dann sehr entscheidend. Stattdessen setzte Elversberg den Schlusspunkt und wer sonst als der zweikampfstarke und treffsichere Maurice Deville. Das 4-2, sein dritter Treffer, danach folgte direkt der Schlusspfiff und der Schlussjubel. Ich hatte ein super Gefühl auch schon in der ersten Halbzeit, als ich das Tor geschossen habe, dann dachte ich jetzt, ich bin richtig im Spiel drin und auch von persönlichen Problemen zu Hause. Meine Oma ist im Krankenhaus, will die auch noch mal grüßen heute. Und das Spiel heute war nur für sie. 6 Tore vor 1500 Zuschauern, ein mitreißender Freitagabend war es. Mit am Ende viel Elversberger Optimismus beim Thema Relegation. Ich sage Ihnen auch jetzt nach außen, wir werden es packen, weil ich heute wieder eine Mannschaft gesehen habe, die alles rausgehauen hat. Wenn das jetzt nicht der Auslöser war, die nächsten 2 Spiele, 3 Spiele alles zu geben, und noch 6 Punkte zu holen und dann die Relegation geschafft zu haben, dann ist hier jemand falsch am Platz. Und morgen gibt es schon die Auslosung zur Relegationsrunde für die dritte Liga. Die möglichen Gegner stehen dann fest, aber erstmal heißt es für Elversberg weiter punkten, sonst wird das nichts. Ein Tipp als Motivation für Maurice Deville: Zum Tore schießen. Die Elversberger sollten den luxemburgischen Nationaltrainer immer zum Spiel einladen, denn der war gestern da und Devilles Oma hat sich auch eine Freikarte verdient. Dann läuft es für die SVE und für Deville nach Wunsch. So hat die Konkurrenz der Elversberger und der Homburger gespielt. Schauen wir da mal drauf. Alzenau-Mainz 0-1, Hessen-Kassel gewinnt 1-0 gegen Frankfurt 2, Ulm gegen Eintracht Trier 2-1, Waldhof Mannheim gegen Wormatia Worms 2-0, Koblenz FSV Frankfurt 1-1, Elversberg gegen Homburg, wie gesehen, Sonnenhof Groß-Asbach gegen Pullendorf 3-0, Eschborn gegen Hoffenheim heute 1-0, Kaiserslautern verliert gegen Freiburg mit 1-2. In der Tabelle ist klar, Hessen-Kassel hat sich für die Relegationsrunde jetzt schon qualifiziert. Elversberg muss noch punkten, 4 Punkte, dann sind sie sicher, das reicht. Waldhof Mannheim ist Dritter, Kaiserslautern Vierter, Eintracht Trier auch noch mit 33 Spielen, können insgesamt auf 62 Punkte kommen, müssen aber alle drei gewinnen. Und am Ende stehen derzeit Ida Oberstein und Bayern Alzenau.